Hinweis an. Ich habe mein Zimmer erreicht. Leider hat der Sturm es nicht verschont. Ich habe an der Wand wohl meine Hinweise zusammengetragen. Leider hat nur ein Hinweis den Sturm überstanden. Ich muss wohl oder übel von vorn beginnen und Hinweise sammeln. Wer ist die Vermisste? Von jetzt an werden deine Beweise in deinem Zimmer gesammelt, anstatt auf der improvisierten Übersicht. Klicke, um fortzufahren. Du wirst außerdem Beweise verknüpfen und Schlussfolgerungen ziehen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Ziehe das Foto. Oh, Vermisste, Entschuldigung. Da. Großartig. Du musst 3 weitere Beweisstücke sammeln, um den Bereich Vermisste abzuschließen und die erste Schlussfolgerung zu ziehen. Okay. Nein, das bringt die Ermittlungen nicht voran. Aha, aber da. Zwecklos. Ich kann aufräumen. Ein ähnlicher Fall, in dem selbst der Detektiv verschwindet, klingt spannend. Was mache ich mit dem Priester hier? Ah, ich kann mir die Sachen nochmal angucken, das ist gut. Touristin in Maple Creek vermisst. Die Suche nach Emily Smith geht weiter. Die Polizei bittet um Unterstützung. Vermont, 14. Juli 1980. Die Emily Schmitz verschwand vor 7 Tagen in Maple Creek. Einwohner bestätigen, dass sie Fotos machte und anschließend in Richtung der Wanderpfade aufbrach. Emily unterrichtete niemanden ob ihrer genauen Pläne, doch die Polizei vermutet, dass sie lediglich eine Tageswanderung geplant hatte. Okay. Gut. Mehr haben wir nicht, ne? Ne. Katze, Stern, Qualle. Das Gerät muss zunächst angeschaltet sein. Der Knopf klemmt fest. Mit etwas Dünnem könnte ich ihn lösen. Frau. Vermont-Landtour. Maple Creek, ein einmaliges Wochenenderlebnis. Wenn dir die Hektik der Großstadt... Ich kann nicht sprechen. Wenn dir die Hektik der Großstadt zu viel wird, besuche Maple Creek, ein beschauliches Örtchen in Vermont, nördlich von Montpellier. Genieße die frische Luft dieses ländlichen Idylls. Besuche die historische überdachte Brücke sowie den Wachturm und erkunde zu Fuß die Schönheit der Appalachen. Hinweis, nur private Unterbringung. Ja, Forum. Maple Creek, lohnt es sich? Hallo, war jemand schon mal in Maple Creek? VT? Ich plane einen Trip am Wochenende. Danke im Voraus. Danke, Susi. Hi, Susi. Ja, war dort letzten Sommer. Fantastische Wanderwege, doch die Stadt selbst ist etwas unheimlich. Die Leute sind nett, aber ein wenig passiv. Ich würde viel mehr für den Tourismus tun, wenn ich dort leben würde. Selbst das Münzfernrohr auf dem Feuerwachturm ist in schlechtem Zustand. Von allem anderen ganz zu schweigen. Grüße, Mark. Schließe mich Mark an. Seltsame Leute in Maple Creek, aber eine schöne Umgebung. Bizarrefälle.com. Bizarrefälle24.de. 1950 bei Maple Creek verschwunden. Verschwunden, vermisst, dunkles Geheimnis. Welches Mysterium erwartet mich hier? Kann ich? Warum? Warum kann ich da nicht draufklicken? Hallo? Das will mich doch ärgern. Ausschalten. Ich habe keine Lust mehr. Mach aus hier. Alles weg. Dann nicht. Dann nicht. Wir durchstöbern hier mal wieder irgendwas. Diese Frau, ne? Der Kofferraum. Voll mit Scheiß.
Ihr Zimmer sieht mindestens genauso schlimm aus. Unglaublich. Was ist hier drin? Ein Zirkel. Okay. Ed. Das ist eine Taschenlampe, die kann ich jetzt gut brauchen. Banknote brauche ich noch eine. Ein Teebeutel haben wir hier. Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Quaste und ist gleich. Ich suche mir immer zwei Sachen raus, damit ich direkt nach zwei Sachen Ausschau halten kann. Macht Sinn. Schlüssel. Zeit. Und dann gucke ich doch nicht nach den Sachen, die ich mir gerade vorgenommen habe, sondern entdecke einfach zufällig irgendwas und hoffe, dass das das Richtige ist. Quaste ist gleich Kamm. Und ein Pfeil. Pfeil. Quaste. Wenn ihr einen Kamm oder ein Istgleich seht, sagt Bescheid. Please. Ich bin mal wieder blind. Ich kann mich auch noch an die Musik erinnern. Manchmal war die ganz schön nervig. So in manchen Situationen einfach, boah, hör auf, mir ins Gehirn zu plörren. Kamm. Wo ist dieses Olle ist gleich? Wahrscheinlich, wo denn? Da ist ein Prozentzeichen. Hilft das? Wo? Ich bin blind. Draußen bei der Polizei. Ah! Sehr gut. Gebogene Büroklammer. Können wir damit... Danke für den Tipp. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gesehen. Können wir damit jetzt den Knopf rauspopeln? Ja. Zugangskarte erforderlich. Nur ADS-autorisierte Karten. Zugangskarte. Mhm. Nun. Nein, das war fatt. So. Rein zufällig mag ich Picross ganz gerne. Aber schön, dass... Das ist eine richtig gute Ermittlerin. Sieht einfach alles aus wie Sau. Und das... Sie hat einfach hier die Hinweise für die super sichere Verschlüsselung zu ihrem Rechner da. Als Zeichnung dahin gemalt. Das ist ganz toll. Die Frau ist richtig gut. So, 2, 2, 2. Nein. So. Voll schwer. 5, 6, 7. Das ist viel Geklicke. Rätsel sind gar nicht so schwer, aber es ist halt viel hin und her geklicke. Zack. Nein. So. Zack, zack.
Zack. Auch schön, dass das System einfach so viele Fehler zulässt. Man könnte einfach wild in der Gegend rumklicken. Und es macht halt einfach nichts. Geheim. Special Detective Unit Burlington Police Department. Streng geheim. Betreff. Kate Burrows verschwand in Maple Creek am 9. Oktober 2011. Beschreibung. Erstmal einen Schluck Wasser trinken. Kate Burrows, 19 Jahre, wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet, als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte. Ihren Angaben zufolge verließ sie Burlington am Freitag, den 7. Oktober, um das Wochenende mit ihrem Freund zu verbringen, den sie 3 Wochen zuvor in Maple Creek kennengelernt hatte. Sie rief einmal zu Hause an, Samstag, 8. Oktober, 9.43 Uhr, um zu sagen, dass alles gut sei und sie wandern gehen würden. Ihr Handy sendete am Sonntag um 10.23 Uhr das letzte Signal. Auftrag, finde Kate Burrows. Wieder von Josh. Mein Auftrag ist also, Kate Burrows zu finden. Hier sind irgendwelche Beweise. Seltsame Artefakte in der Kirche gefunden. Dort scheine ich bereits gewesen zu sein. Komische Dinge. Ein Kaugummi. Hallo. Gut. Ich darf den Kaugummi nicht haben. Ich habe doch hier eine Patrone. Der. So. Ach, jetzt kann ich es mitnehmen. Gibt's hier denn noch was? Das haben wir uns angeguckt. Stuhl. Ja gut, also wahrscheinlich müssen wir als nächstes mal dahin. Ach so. Ja, natürlich, die Taschenlampe aus dem Zimmer habe ich natürlich nicht mitgenommen. Britzel. Was ist das? Hilf mir. Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? 10. Oktober 2011. Das war... neue Schlussfolgerung. Okay. Oh. Da. Warte mal. 9. Oktober. Samstag, 9. am 10. Das war dann Montag wohl. So. Die Vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burrows. Verschwand in Maple Creek am 11. Oktober. Ich dachte am 9. Anscheinend ist sie in Gefahr. Ich muss sie finden. Außerdem gibt es in Maple Creek einen weiteren unaufgeklärten Fall dieser Art. Falls die beiden Fälle in Verbindung stehen, kann mir jeder Hinweis zu Hamiltons Fall helfen, Kate zu finden. Hamiltons Fall? Eine Verbindung? Okay. Das haben wir erledigt. Jetzt. Was geschah mit Hamilton? Der hatte ein Duell mit Aaron Burr. Damals in 1700 irgendwas. Nein. Help. Huch. Help me. Das ist der Fackel, Heinz. Now. No, you were wrong. You're still in great danger. Okay, we knew each other, and fairly well, it seems. I have to wake him up. Dann. Ich kann seinen Atem auf meiner Hand spüren. Er ist im Leben aber bewusstlos. Vielleicht würde etwas Wasser helfen. Was liegt hier? Aber erstmal sammle ich irgendwas auf, was da so in der Gegend rumliegt. Tiefe Wunde.
Kriege ich denn jetzt Wasser her? Quietsch. So dringend muss ich nicht. Reliefstücke, Sternsymbol, rechte Hand, Leute. Da ist aber Wasser drin. Wahrscheinlich. Hä? Ach so, ich kann die... Die Wildschweine kann ich mit der Leuchtpistole... That'll scare them. Okay, Straße entlang gehen. The bell tolls incessantly, as if it's summoning something. Das ständige Geläut ist beunruhigend, um es gelinde auszudrücken. Maple Creek Tree, da sind wir. Rote Eiche, sehr schön. Die Glasscherben sind scharf genug, um mich oder etwas anderes zu schneiden. Okay, 550 Jahre alt, die alles mit angesehen hat, doch nicht sprechen kann. Okay, kurioses. Eine weitere wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gefällt. Okay. Da ist der Naturpark. Hartholzwald, Felsformation, Tierwelt. Kirche oder in den Wald? Was machen wir? In der Kirche könnten Leute sein, die uns helfen. Könnte aber auch der Fackelhain sein, der uns nichts Gutes will. Ah, da ist so ein Engelskopf. Ich glaube, den einen, den haben wir noch gebraucht. Der eine Typ liegt da, verwundet, saftet da vor sich hin. Wir haben ja aber andere Dinge zu tun. Sternsymbol. Ach, guck. Kann ich hier einfach reintun? Kann etwas platziert werden? Okay. Also seine Hände halten die Ringe im Zaum. Also muss hier noch irgendwas rein. Da oben muss auch noch was rein. Wie sind denn die Leute da durchgegangen? Weil... Ah! Okay. Jetzt habe ich die eine Hand gerade entfernt, indem ich hier... Ah, das leuchtet in der Reihenfolge. Moment. Da, 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 warte. Da, 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 da. Haha. Ja, bitte. Kramt jemand im Schrank rum? Der Kramschranker. Schrankranker. Wie viele Handschuhe hast du eigentlich? Drei Paar. Okay, also zwei Hände haben wir hier schon weggekriegt. Währenddessen stirbt der junge Mann da hinten leise vor sich hin. Oder mehr oder weniger leise. Okay. Wir gehen mal hier hin. Und packen wir den Kopf dahin. Der ist auch direkt an der richtigen Stelle. Jetzt geht das muntere Getausche wieder los. Nee, der war richtig. Hallo! Guten Tag!
Willkommen, Sie sind dabei und sehen, wie ich versage bei Dingen. Ist das überhaupt richtig hier? Ich rolle mal kurz aus dem Bild. Also ich muss hier die Engelsköpfe zuordnen. Ah, da. Das sieht nicht schlecht aus. Leg das da. So? Nee. Was stimmt denn jetzt hier nicht? Da, das da. Ah, das stimmt nicht. Und okay, das. Nee, das war schon richtig da oben. Hä?